wollen wir uns doch mal genauer anschauen. Ja, diese ganze Welt, die ist halt auch, ne, wie man es nicht anders erwartet, wie so ein Turm aufgebaut. Das heißt also, wir werden relativ viel nach oben kraxeln müssen. Au. Ja. Haben wir es doch noch geschafft. Ich wollte gerade sagen, alles für den Arsch. Die ganze Hinterherlauferei, aber... ging ja doch nochmal gut. So. Ich habe gerade irgendwie keinen Bock, das Ding zu verprassen. Sondern besser dann für ihn hier. So. Mach kurz einen Prozess und wir kriegen die Karaoke-Fähigkeit. Eine der wenigen Fähigkeiten fällt mir gerade ein, die es auch im Gameboy-Titel gab. Und da oben haben wir gerade so, ja, so eine Art Buzzer gesehen. Und das sind unsere Schalter für Geheimgänge. Und da haben wir doch gerade mal was freigeschaltet, nämlich eine Kampfarena. Und das Spiel will uns damit sagen, ab jetzt können in den Level auch Geheimgänge sein. Und es ist irgendwie, wenn wir jetzt gerade hier schon mal wieder knapp an dem Leben scheitern, ey, das ist doch echt zum Haare raufen. ja, das ist, war das bei euch auch früher irgendwie so ein komisches Phänomen, dass ihr irgendwie immer, wenn man in Stage 3 ist, dort irgendwie immer komischerweise festhängt. Stage 3 oder Welt 3, das war mir bei so vielen Spielen so, kann ich alle gar nicht aufzählen. Irgendwie war es immer oft mal so Stage 3, wo der Schwierigkeitsgrad enorm angehoben wurde und ja, also bei mir war es jedenfalls so, ich nehme jetzt diesen Reifen nicht mal mit, aber die Arena gezeigt zu haben, ist ja auch mal ganz ordentlich. Naja, wohl irgendwie hätte ich mir jetzt gerade gewünscht, ich hätte den Reifen doch mitgenommen, aber ich glaube, den hätten wir in diesem Level durchaus noch gut verwenden können. Naja, was soll's. Was geschehen ist, ist geschehen. Und wieder mal haben wir die Tomate zerstört. So, und diesen Abschnitt werden wir einige Male in den Levels in dieser Welt sehen. Wir werden nämlich hier den Turm entlang spazieren. Mit diesem schönen Rotationseffekt. Wow. Jetzt wird aber echt mal unsere Energie ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. So, mit der schönen Elektrofähigkeit kommen wir hier durch. Ah, da gibt es mal wieder einen Reifen. Das Spiel wird uns wahrscheinlich damit sagen, nimm ich mit. Und das tun wir dann nochmal. Ja, definitiv nicht die dümmste Entscheidung. Ja, Energie wäre durchaus interessant. Ah, okay, ich dachte jetzt gerade schon, weil wir, wenn wir die Fähigkeit aufsaugen, macht er immer so eine kleine Demonstration und ich dachte, da macht er jetzt die Bombe da schon mit kaputt. Das wäre nicht so geil. Wir haben die Eisfähigkeit, die nicht viel anders ist als die Frostfähigkeit und wir kämpfen hier gerade gegen so eine Art, weiß nicht, Ohrenkneifer. Der eine ziemlich coole Fähigkeit für uns bereithält. Spoiler-Alarm. So. Und zwar den Backdrop. Da gibt's auch einen tollen Text. WWF Superstar Kirby hat den berühmten Backdrop erlernt. Was kann ihn jetzt noch aufhalten? Ja. Tatsächlich, in einer Zeit, als
die WWF in Deutschland quasi explodiert ist, so um die 93, als das Ganze auf RTL 2 anfing. Das lief ja schon vorher auf Tele 5, aber so 93, das war auch so die Zeit, wo ich angefangen habe, Wrestling zu schauen, als es eben bei RTL 2 anfing mit WrestleMania 9 und dann zwei wöchentlichen Sendungen immer montags und mittwochs, wo man die Eltern immer lieb darum bitten muss, ob man länger aufbleiben darf, damit man das ganze Zeugs auch gucken darf. Und ja, dann kommt so ein Spiel daher wie Kirby's Adventure und nennt die WWF dann sogar mal beim Namen. Die damals noch gute World Wrestling Federation. Heute bekannt als World Wrestling Entertainment. Wegen eines Streits mit der Umweltschutzorganisation oder Tierschutzorganisation vielmehr, die auch so hieß. Das hat mich damals auch schon gewundert, weil die Organisation, die Tierschutzorganisation gab es ja, muss es ja schon wesentlich länger gegeben haben als die Wrestling Liga. Sonst hätte die damalige World Wrestling Federation ja diesen Rechtsstreit auch nicht verloren. Oder sehe ich das falsch? Naja, gut. Genug davon. Ja, auf jeden Fall ziemlich cool, dass man einfach mal hier das Produkt, das Kind beim Namen genannt hat. Ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen zunutze gemacht, dass Wrestling da in Deutschland einen ziemlichen Boom gehabt hat. Was man auch nicht zuletzt dann auch gemerkt hat, dass auch viele Fanartikel es plötzlich in Läden geschafft haben. Seien es Actionfiguren, vor allem deutschsprachige Magazine und ich kann mich noch erinnern, ich habe immer noch ein großes Sammelsurium an Tauschkarten. Was sonst eigentlich nur so Bundesligaspieler gekriegt haben. Gab es dann auch mit Wrestlern. Habe ich irgendwo noch im Keller rumliegen. Ja, wer hat die denn damals nicht gesammelt? Naja, so, wir kürzen mal einfach hier, wir cheaten mal einfach und kürzen einen großen Teil des Turms ab mit so einem Warp-Stern, was uns zu einem weiteren Duell mit den Schergen dieses seltsamen Ritters bringt. Aber die wresteln wir mal alle in Grund und Boden. Was nicht alles übrigens Backdrops sind, die Kirby da ausführt. Da ist sogar die eine oder andere Suplesse mit dabei. Wow. Vorsicht, Vorsicht, nicht hier irgendwo rein crashen. Die Fähigkeit möchte ich gerne noch behalten. Ja, ich schaff's irgendwie nicht mehr, an ein Leben ranzukommen. So, und da ist auch endlich mein Lieblingsbonusspiel. Inspiriert von Wild Gunman. Muss man das mit den Händen spielen? Nein. Hi nun. Ja, wir müssen sofort A drücken, wenn der Gegner die Waffe gezogen hat. Wenn wir zu früh drücken, gibt es eine Strafe und wenn wir zu spät drücken, sind wir im Arsch. So, auf geht's. Ah, 15. Damit kommen wir nicht ganz durch. Beim letzten brauchen wir eine Reaktionszeit von 11 oder 12. Das wird hammerhart. 13. Ja, wenn wir so weitermachen und immer eine Millisekunde schneller werden, dann können wir es packen. Zack. Und wer ist der letzte? Baron-Nickerchen. Shit! Ja. Mann, früher habe ich das echt gut hingekriegt, heute habe ich keine Reaktionszeit mehr. Aber okay, wir werden da noch ein paar Chancen mehr haben. Vielleicht klappt es ja dann, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. So, und wir sammeln mal wieder einen Lolli auf, mit dem wir unverwundbar sind. Hyper.
Vielleicht auch der Name dieses, dieser Fähigkeit einem gewissen, Song zu verdanken, der damals auch um die Zeit, sehr, sehr beliebt war. Ich nenne es mal einfach Song, obwohl es eigentlich eher nur Shit war. Mögen sich alle Freunde von House- und Techno-Musik, bei mir bedanken. Oh, und wir kriegen... Wir haben unseren Backdrop mal weggegeben, denn diesen Hammer brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht nur hier. Da oben sehen wir schon so einen Holzflock, den wir damit kaputt hauen können. Den brauchen wir, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auch in einem der nächsten Level für einen Geheimgang. Könnte aber auch falsch liegen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, und jetzt schaffen wir es gar nur noch bis auf den dritten Rang. Darauf erstmal einen Schluck. Ja. So. Level 6 sind wir schon. Genau, den Laser lasse ich mal liegen. Wäre hier durchaus hilfreich bei diesen Gängen hier. Und da haben wir Glück gehabt, dass es uns da nicht erwischt hat. Ja, dafür schaffen wir das jetzt. Wow. Ach. Verdammte Axt nochmal. Zum Glück liegt da oben eine Tomate rum. Ich glaube, sonst würde ich echt am Rad drehen. So, weg mit dir, du Arschgeige. Oh Gott, verdammt. Friss doch meine Shorts. So, und damit sind wir hier oben an der Spitze des Turms. Das hier ist auch das letzte Level vor dem Bossgegner. Wie ich auch finde, wird das einer der schwereren Bossgegnerkämpfe. So, ah ja, genau, das war dieser Raum. So, brauchten wir doch keinen Hammer, um hier das geheime Bonusspiel zu finden. Aber was soll's. Ist ja auch nicht die allerschlechteste Waffe. Dann war das doch in einer anderen Welt, wo wir da den... wo wir den brauchen, um da was freizuschalten. So, und plötzlich ist alles dunkel. Und die Musik hat sich verändert. So, und diese komischen Gestalten, die haben übrigens die Fähigkeit Licht. Also da hätten wir ein wenig Licht ins Dunkel bringen können, brauchen wir aber nicht. Ich behalte, unser guten Holzhammer. Ich glaube, aber für den Bossgegner wird das nicht unbedingt die beste Waffe sein. So, und wir schaffen es doch nochmal wieder. Herrgott, bin ich stolz auf mich. Fantastisch. So, da oben ist der Boss. Da ist ein Sternteleporter und nochmal das Eider-Dotter-Spiel. Und dieses Mal... verspreche ich, werden wir es besser machen. Der Bildschirm zoomt hier glücklicherweise nicht näher heran. Na, siehst du wohl. Perfekt. Yo, win. Perfekt. Und wie es Kirby schafft, in seinem Mund Eier auszubrüten, ich will es nicht wissen. Warum frage ich überhaupt danach? Egal, auf zum Boss. So. Nicht der leichteste Bosskampf, bei dem hatte ich so einige Probleme. Oh, der Hammer macht das tatsächlich ganz schön gut Schaden. Und die beiden hier, die nennen sich übrigens Mr. Shine und Mr. Bright. Au. Kämpfen im Tag-Team gegen uns. Wie man es auch vorher aus... Ach du Scheiße.
Oh Mann, ey. Jetzt mache ich mir doch selber das Leben schwer. Kriegen wir hier eigentlich eine Fähigkeit? Ich glaube nicht. Ah, egal. Probier es jetzt nicht aus. Wir machen die beiden kaputt. Und auf in die nächste Welt. Glibberparadies. Oh je. Ach, der gute Kirby. Wahrlich ein komischer Zeitgenosse. Ich glaube, tollpatschig war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Ich kann mich da auch noch erinnern, in einigen Club Nintendo Heften oder eigentlich in allen waren ja immer so Comics drin mit Nintendo Charakteren und Scheiße, jetzt habe ich das eine der coolsten Fähigkeiten gerade zum Teufel gesendet und die zweite da verpasst. Ach, Scheiße, Mann. Ah, fuck, das ist nicht gut. Respawn die irgendwie wieder? Ah, leider nicht. Ausgerechnet die Gegner respawnen nicht, das ist doch Beschiss. Ja, und hier können wir nicht zurück. Ja. Das war clever. Und statt der super UFO-Fähigkeit sind wir jetzt ein Ball. Fantastisch. Weiß gar nicht, als Ball überhaupt Gegner irgendwie was, Gegnern irgendwie was anhaben können. Ich glaube sogar fast nicht. Ja. Ball und Müdigkeit, zwei der nützlichsten Fähigkeiten auf einmal auf dem Schirm. So, aber dafür holen wir uns jetzt einen Mix und kriegen Supersprung. Ah, gar nicht mal so übel an dieser Stelle. Aber ich bin hier doch mal etwas vorsichtiger. Ich glaube, hier ist sogar noch ein Geheimgang. Genau, da wo diese Blöcke übereinander liegen. Und ein weiterer Buzzer. Und das bringt uns ein Kranspiel. Einen guten Tornado mit. Und beenden das Level. Und holen uns doch mal hier wieder ein Leben, oder? Ja, oder auch nicht. Ja. Will im Moment nicht so sein, obwohl es gerade einmal ja wieder funktioniert hat. Sagen wir es mal so, es will konstant nicht sein. Naja, aber holen wir uns hier doch mal wieder ein paar Leben. Hoffe ich zumindest mal. Ah, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, er bewegt sich nicht, das heißt, wir haben ihn sicher gegriffen. Ich glaube auch, der sieht ja nicht ganz mittig, aber ja, er bewegt sich. Aber wir schaffen es. Viel Leben. Haben wir satte 32 auf dem Konto. Und wenn ich gerade dieses Kranspiel sehe und mich in den Abgrund tornadiere. Spitzenmäßig hier. Ich könnte vor Freude schreien. Zwei Tode auf dem Konto und das durch solch haarsträubende Abwärtsspiralen. Nun denn.
Ist ja nicht so, als ob wir hier am lebenden Hungertuch knabbern. Noch nicht. Was wollte ich vorhin noch sagen? Genau, genau, hier, das Greifspiel, das erinnert mich an etwas, an ein anderes Nintendo-Spiel, wo es auch so ein Greifer-Bonus-Spiel gibt und ein gewisser Gegnertyp aus diesem Spiel taucht in dem Spiel auch auf. Die Rede ist natürlich von dem guten Legend of Zelda, Link's Awakening. Da ist diese Seeigel sind da sogar einer der ersten Gegner, die man im Spiel überhaupt trifft. Und ja, ist nicht der einzige Gegner, den man aus anderen Nintendo-Spielen da hineinportiert hat. Da tauchen auch noch einige Mario-Feinde auf. So, war da, ich glaube hier in diesem ganz weißen Dings da oben, war da ein Durchgang?